Wir haben eine Schere. Frau Potter, ja, unsere Pflanze darf nicht zu viel Wasser kriegen. Sie hat zu viel, sonst wäre sie nicht gelb. Nachbarschaft ist für mich was auch relativ Intimes und die wissen dann ganz genau, dass es mich vielleicht ärgern könnte, wenn ich jeden Tag Auskunft über die Verletzung von einigen Robben geben müsste. Ich wohne ja am Tegernsee mit relativ wenig Nachbarn, aber die paar, die wir da haben am Berg oben, da habe ich immer das Gefühl, dass es etwas sehr Spezielles ist. Ich glaube, ich könnte mich auf die Leute verlassen. Frau Potthoff! Was ist das jetzt für ein Schuhgröße? Am Anfang unserer Karriere, es war ja 1970, ist ja 40 Jahre her. Der damalige Manager Robert Schwan hat wohl geglaubt, dass wir, wenn er zwei junge Burschen, Paul Breitner und mich, die eine aus Ulm, der andere aus Freilassing, zusammen nach in die große Stadt nach München bringt, dann ist es vielleicht besser, wenn die sich da zusammentun. Wir haben ja in der Feldbergstraße in Trudering mit 18 Jahren, glaube ich, fast zwei Jahre in einer Wohnung gewohnt, in einem Bett geschlafen, bis dann Paul als erster ausgezogen ist, weil er seine Freundin nach München nachgekommen ist und dann ist unsere Wohngemeinschaft auseinandergegangen. Ich habe bis von 1974 bis 2006 in einer Doppelhaushälfte gewohnt. Das war schon eben etwas, wie ich mir eine gute Nachbarschaft vorstelle, dass man, wenn ich Bratwürste aus Nürnberg mitgebracht habe von der Fabrik, haben wir natürlich immer ein paar Pakete da abgegeben und so weiter und so fort. Man hat immer das Gefühl, das Haus ist gegenseitig beschützt. Ich glaube, dass die Gesellschaft sich dahin entwickelt, dass One-Man-Shows nicht mehr möglich sind. Du brauchst Partner, die gemeinsam mit anschieben. Wenn man innerhalb seiner Nachbarschaft oder seiner nächsten Umgebung große Reibungsverluste hat, dann hat man große Probleme, erfolgreich zu sein.